Salette. Ein Name. Ein Ort in den französischen Alpen. Wir erreichen ihn über eine berühmte Straße, die Route Napoléon, die über Vissille und La Mure nach Gorch führt. Dort weichen wir nach rechts ab. Die Straße führt in Serpentinen immer höher. Auf einer Anhöhe liegt der Weiler La Salette. Doch er ist nicht unser Ziel. Es geht weiter und höher in die Bergeinsamkeit hinein. Wie ein niedergelassenes Raumschiff sehen wir in der Höhe dann stattliche Bauwerke. Und wir fragen uns, warum all diese großen Bauten in dieser Bergeinsamkeit? Weshalb kommen so viele Menschen hierher? Warum die Prozessionen und Gottesdienste? Ja, gestehen wir es uns ein, auch wir sind hier, um etwas von dem Ereignis des 19. September des Jahres 1846 zu hören. Es ist, als ob ein Fenster aufgestoßen wird, in eine längst vergangene Zeit. Schauen wir in einem alten Buch nach, was damals geschah. Damals war die Zeit von der Aufklärung geprägt. Der Mensch wollte nur noch seinen Verstand gelten lassen. Er glaubte daran und hoffte, ein Paradies aufzubauen. Der Atheismus verbreitete sich rasant. Mit der Entdeckung der Dampfkraft und der Elektrizität setzte auch die Industrialisierung sprunghaft ein. Die Menschen verließen ihre Dörfer, hoffend auf den ersehnten Reichtum und ein besseres Auskommen in den Städten. Doch die meisten von ihnen mussten unter schlechtesten Bedingungen täglich 15 bis 17 Stunden arbeiten, darunter auch viele Kinder, werktags wie sonntags. Trotz des großen Elends dieser Menschen wurde die Religion als Hilfe zur Lösung ihrer sozialen Probleme als unbrauchbar und überholt angesehen. Karl Marx verbreitete in jener Zeit die These, dass die Religion nur die schlechten Arbeitsbedingungen festige und den Menschen lediglich auf ein besseres Jenseits vertröste. Und in Paris spottete man, die alte Religion ist mausetot und schon in Verwesung übergegangen. Es entwickelte sich eine große Feindseligkeit weiter Kreise der Bevölkerung gegenüber der Kirche. Hier gäbe es für einen Seelsorger viel Gutes zu tun. Aber es müsste einer sein, der keine Angst hat, sagte Abbé Milin bei einem Besuch in Gorch, dem Hauptort der Gegend um La Salette. Gorch ist auch der Heimatort der beiden Kinder Maximin Giraud und Mélanie Calva. Geboren am 7. November 1831 in eine vielköpfige, arme Familie, wurde Mélanie schon mit 8 Jahren weggegeben. In verschiedenen Nachbardörfern hütete sie die Kühe der Bauern und kam 15-jährig, scheu und wortkarg durch ihre freudlose Jugend zu Jean-Baptiste Prat in Les Ablandins, einem der 14 Weiler von La Salette. Und hier lernte sie auch den Hüterjungen Maximin Giraud kennen. Auch Maxima, der am 26. August 1835 geboren wurde, verbrachte als Halbwaise und ungeliebt von seiner Stiefmutter eine schwere Jugend. Sein Vater war Wagner von Beruf. Er vernachlässigte seine Familie und nahm Maxima oft in die Dorfgasthäuser mit, um ihn zur Belustigung der Gäste Schnaps trinken zu lassen. Den Gottesdienst besuchte der Vater seit Jahren nicht mehr. Mehr und mehr verwilderte Maximin, trieb sich umher und musste sich immer mehr mit Notlügen aus der Patsche helfen. Am Abend des 19. September 1846 geschah etwas, das den ganzen Weiler in Aufregung versetzte. Maximin und Mélanie, vom Hüten auf der Alp zurückkommend,
erzählen von einem wunderbaren Erlebnis. Melanie und ich haben eine schöne Frau gesehen. Sie war hell wie eine Feuerkugel und hat lange zu uns gesprochen. Dann ist sie wieder in den Himmel geflogen. In der Küche des Bauern Pra, bei dem Melanie arbeitete, versammelten sich immer mehr Menschen. Alle wollten hören, was die beiden Kinder zu erzählen hatten. Beim Hüten sind wir eingeschlafen. Melanie erwachte und rief mir zu: Maxime, komm schnell, wir müssen unsere Kühe suchen. Wir sprangen den Hang hinauf. Von dort sahen wir die Kühe friedlich am Abhang des Gargas grasen. So gingen wir beruhigt wieder in die Mulde zurück, wo wir geschlafen hatten. Dort sahen wir es. Melanie sah es zuerst und rief mir zu: Maxim, komm und schau mal dieses Licht. In der Mulde sei ein großes Licht gewesen, wie wenn die Sonne ins Tal gefallen wäre, erzählte Maxima weiter. Vor Schreck habe Melanie ihren Stock fallen gelassen. Behalte deinen Stock, ich behalte meinen auch. Wenn es uns etwas antut, werde ich damit reinhauen. Im Gefunkel des Lichts erschienen zwei Hände, in den Händen aber verbarg sich ein Gesicht. Es zeichneten sich immer deutlicher die Umrisse einer Gestalt ab. Eine Frau saß da, das Haupt gebeugt, wie jemand, der von einer schweren Last oder von einem großen Leid niedergedrückt wurde. Dann begann der Lichtkreis, sich nach oben zu erweitern. Die Frau stand auf, nahm die Hände vom Gesicht, wandte sich den beiden Kindern zu und begann zu sprechen. Kinder, fürchtet euch nicht. Kommt näher. Ich bin hier, um euch eine große Botschaft mitzuteilen. Die Stimme klang mild und innig wie Musik. Aller Schrecken war wie verflogen und wir eilten den Abhang hinab auf die Gestalt zu. Die schöne Frau schwebte uns ein kleines Stück entgegen und dann waren wir so nahe, dass niemand zwischen ihr und uns hätte durchgehen können. Eine Frau voll Hoheit und Majestät und doch voll Mütterlichkeit stand vor den Kindern. Sie war so schön, dass die Kinder fortan nur einen Namen für sie hatten. La Belle Dame, die schöne Frau. Sie trug ein Sonnengewand und zahllose Sterne strahlten darin. Eine Krone von Rosen umgab ihr Haupt. Über dem langen weißen Gewand trug sie eine goldgelbe Schürze. Über dem blauen Schultertuch lag eine schwere Goldkette. An einer Halskette hing ein Kreuz mit Hammer und Zange am Querbalken. Und Christus hing am Kreuz, als wäre er lebendig. Alles Licht, in das die Erscheinung getaucht war, ging von ihm aus. Ihr ovales Antlitz leuchtete im hellsten Glanz. Und Melanie erzählte den vielen Menschen in der Bauernküche: Ich habe genau gesehen, wie ihre Tränen flossen. Sie flossen und flossen. Doch die Tränen fielen nur bis zur Höhe des Kreuzes auf der Brust und lösten sich dort in einen strahlenden Kranz von Lichtperlen auf. Die ganze Erscheinung war durchsichtig und schwebte ein paar Handbreiten über dem Boden. Alles leuchtete und schimmerte, funkelte und strahlte. Die Kinder standen da, staunten und vergaßen dabei alles um sich herum. Mit einem Blick voll mütterlicher Zärtlichkeit umfing die Erscheinung die beiden Kinder und sprach: Wenn mein Volk sich nicht unterwerfen will, bin ich gezwungen, den Arm meines Sohnes fallen zu lassen. Er lastet so schwer, dass ich ihn nicht länger halten kann. Wenn ich will, dass mein Sohn euch nicht verlasse, so ist es an mir, ihn ohne Unterlass für euch zu bitten. Schon so lange leide ich um euch. Ihr macht euch nichts daraus. Ihr könnt beten und tun, so viel ihr wollt. Nie werdet ihr mir die Mühe vergelten können, die ich euretwegen auf mich genommen habe.
Ich habe euch 6 Tage zum Arbeiten gegeben. Ich habe den 7. mir vorbehalten und man will ihn mir nicht zugestehen. Das ist es, was den Arm meines Sohnes so schwer macht. Ebenso können die Fuhrleute nicht fluchen, ohne den Namen meines Sohnes dabei zu missbrauchen. Das sind die beiden Dinge, die den Arm meines Sohnes so schwer machen. Halten wir hier einen Augenblick inne und besinnen uns auf die Worte der schönen Frau. Fragen wir uns einmal, was uns besonders angesprochen hat, was uns betroffen gemacht hat. Ist es vielleicht die schöne Frau, die nicht mehr anders kann, als sich auf einen Stein zu setzen und sich hier in der Einsamkeit der Berge auszuweinen? Oder hat uns ihr Leid, das sie den Kindern erzählt hat, betroffen gemacht? Ist die Haltung der schönen Frau nicht eher ein fremdes und ungewohntes Bild für uns? Wischen wir unsere Tränen nicht manchmal allzu schnell einfach weg? Ist es nicht so, dass wir vergessen haben, unsere Gefühle wahrzunehmen, denken, sie seien hinderlich in unserem Alltag? Ein Indianer sagte einmal einem Europäer, der ihn besuchte, »Ihr denkt mit dem Kopf«, und er zeigte auf die Stirn. Dann zeigte er auf sein Herz und sagte, »Wir denken mit dem Herzen. Maria ist eine Frau, die mit dem Herzen denkt. Sie sagt, der Arm meines Sohnes ist so schwer, dass ich ihn nicht mehr länger halten kann.« Diese Aussage weckt vielleicht Bilder eines drohenden und strafenden Gottes in uns. Aber lehrt uns nicht die eigene Erfahrung, dass die Schöpfung sich gegen uns richtet, wenn wir respektlos und verantwortungslos mit ihr umgehen? Die Anliegen ihres Sohnes sind ihr so wichtig, dass sie stellvertretend für ihn spricht, »Ich habe mir den 7. Tag vorbehalten, und man will ihn mir nicht geben.« In der festlichen Feier des Sonntags finden wir Distanz zu unserer Arbeit. Inmitten der Zerrissenheit, im Hin und Her der alltäglichen Verpflichtungen, können wir Befreiung erfahren. Wir können etwas von einer tieferen Bestimmung verspüren, nach der es gilt, Kinder Gottes zu sein und seine Schöpfung als Geschenk anzunehmen. Maria spricht auch vom Fluchen. Sie beklagt sich, dass uns der Name ihres Sohnes gleichgültig geworden ist. Wie aber kann sein Name und damit er selbst wieder an Glanz gewinnen? Wenn wir jemanden lieben, sprechen wir seinen Namen sorgfältig aus. Ja, wir finden sogar neue Namen für ihn. Es sind doch dann auch Worte voller Wertschätzung und Zuneigung. Doch hören wir die Botschaft der schönen Frau weiter. Wenn die Ernte verdirbt, so geschieht dies nur um euretwillen. Ich habe es euch im vergangenen Jahr an den Kartoffeln gezeigt. Ihr habt euch nichts daraus gemacht. Im Gegenteil, wenn ihr verdorbene Kartoffeln gefunden habt, so habt ihr geflucht und dabei den Namen meines Sohnes missbraucht. Sie werden weiter faulen. Und an Weihnachten dieses Jahres wird es keine mehr geben. Und in der Küche des Bauern Pra erzählte Maxima weiter. Melanie verstand nicht recht. Sie wendete sich zu mir. Doch da sagte die schöne Frau, »Ihr versteht mich nicht, meine Kinder? So will ich es euch anders sagen.« Die schöne Frau wiederholte einen Teil ihrer Botschaft in der Mundart der Gegend und sprach weiter zu den Kindern, »Wenn ihr Getreide habt, so sollt ihr es nicht säen. Alles, was ihr säen werdet, werden die Tiere fressen. Und das, was doch noch wachsen sollte, wird beim Dreschen in Staub zerfallen. Es wird eine große Hungersnot kommen. Bevor die Hungersnot kommt, werden die Kinder unter 7 Jahren von einem Zittern befallen werden und in den Armen jener sterben, die sie halten. Die anderen werden durch die Hungersnot Buße tun.
Die Nüsse werden schlecht sein und die Trauben werden faulen. Wenn sie sich bekehren, dann werden die Steine und Felsen zu Getreidehaufen werden und die Felder werden voll von Kartoffeln sein. Die schöne Frau nennt konkrete Katastrophen der damaligen Zeit. Doch öffnet uns das nicht auch die Augen für die Gefahren unserer Gegenwart? Sie würde uns heute wohl auf die verschmutzten Flüsse und Meere, auf die Millionen von abgetriebenen Kindern oder auf die Millionen hungernder und verhungerter Menschen hinweisen. Sicher würde sie uns auch auf die Zeichen der Bekehrung aufmerksam machen. Sind es nicht Zeichen, wenn Gegner sich die Hände reichen oder Völker einen Weg zueinander suchen? Oder wenn Menschen aus der Gleichgültigkeit erwachen und sich der Kranken, der Alleingelassenen und aller Benachteiligten annehmen? Die schöne Frau fragt die beiden Kinder: Kinder, verrichtet ihr euer Gebet gut? Nicht besonders, Madame. Ach, Kinder, man muss gut beten, am Morgen und am Abend, wenn auch nur ein Vater unser und gegrüßet seist du Maria, wenn ihr es nicht besser machen könnt. Wenn es aber möglich ist, so betet mehr. Im Sommer gehen nur einige ältere Frauen zur Messe, die anderen arbeiten am Sonntag den ganzen Sommer hindurch. Im Winter, wenn sie nicht wissen, was tun, gehen sie nur zur Messe, um sich über die Religion lustig zu machen. In der Fastenzeit laufen sie wie die Hunde in die Metzgerei. Habt ihr nie verdorbenes Getreide gesehen, meine Kinder? Oh nein, Madame. Aber du, Maximin, du musst sicher schon einmal solches gesehen haben, in der Gegend von Coin, mit deinem Papa. Der Besitzer des Grundstückes sagte zu deinem Vater: Kommt und seht, wie mein Getreide verdirbt. Ihr seid beide dorthin gegangen. Dein Vater nahm einige Ähren in die Hand und zerrieb sie, und alles zerfiel zu Staub. Dann, auf dem Heimweg, als ihr nur noch eine halbe Stunde von Gore entfernt gewesen seid, gab dein Vater dir ein Stück Brot und sagte: Da, mein Kind, iss noch Brot in diesem Jahr, denn ich weiß nicht, wer im kommenden Jahr noch Brot essen wird, wenn es mit dem Getreide so weitergeht. Das stimmt genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich dachte nur nicht mehr daran. Maximin wollte das Erlebte auch seinem Vater erzählen. Es war dem Vater peinlich, wegen dem Gerede über seinen Sohn im Gespött der anderen Männer zu sein. Als er seinen Sohn schlagen wollte, rief dieser ihm zu: Aber Papa, sie hat ja auch von dir gesprochen. Da hörte auch der Vater zum ersten Mal aufmerksam zu. Erschüttert begriff er, dass die schöne Frau ja von seiner Sorge ums tägliche Brot erzählt hatte. Und er sah plötzlich ein, dass Gott auch bei seinen Sorgen, seinen Schwierigkeiten und bei seinen Hoffnungen zugegen ist. Und dann erzählte Maximin, was die schöne Frau den Kindern aufgetragen hatte. Nun, meine Kinder, ihr werdet dies an mein ganzes Volk weitergeben. Sie überquerte den Bach und sagte dann nochmals, ohne sich umzuwenden: Auf, meine Kinder, gebt es gut an mein ganzes Volk weiter. Sie stieg etwa 30 Schritte den Hang hinauf, doch als ob sie in der Luft schwebte, berührte sie nur die Spitzen des Grases. Wir folgten ihr bis zu der Stelle, von der aus wir nach unseren Kühen Ausschau gehalten hatten. Von dort sahen wir die Frau in die Höhe schweben. Einen Augenblick später war sie uns entschwunden. Sie schien ganz einfach in der Luft zu zerfließen. Ich versuchte, die Blumen zu erwischen, die sie an ihren Füßen hatte. Aber es war nichts mehr da. Und Melanie sagte zu mir: Das muss eine große Heilige sein.
Wenn ich das gewusst hätte, so hätte ich ihr gesagt, sie soll uns mit in den Himmel nehmen. Die Leute waren von Maximas Erzählung sehr überrascht und tief beeindruckt. Und die Großmutter Pra rief, das muss die Jungfrau Maria gewesen sein, denn nur sie hat einen Sohn, der im Himmel regiert. Bereits am nächsten Abend, es war der 20. September 1846, schrieben die Bauern Jean-Baptiste Pra, Pierre Selm und Jean Moussier nieder, was Maria den Kindern mitgeteilt hatte. Und nur zwei Tage später entdeckten Melanie und einige Besucher eine sprudelnde Quelle an der Stätte der Marienerscheinung. Die Ereignisse sprachen sich schnell herum und immer mehr Pilger kamen nach La Salette. In der Folge wurden viele Menschen geheilt und bekehrt und sie begannen wieder den Gottesdienst zu besuchen. An Weihnachten desselben Jahres nahm der Sinneswandel in der Gemeinde erstmals wieder Gestalt an. Über 500 Menschen empfingen in der Christmette die Kommunion, schrieb Abbé Mélin begeistert seinen Bischof Philibert de Bruyard von Grenoble. Schon vor diesem Brief wurde der Bischof auf die Botschaft von La Salette, die sich wie ein Lauffeuer verbreitete, aufmerksam. Und er verbot den Priestern seiner Diözese, von dieser Erscheinung zu sprechen. Doch er ließ sich laufend darüber informieren. Er setzte sogar zwei Kommissionen zur Untersuchung ein. 5 Jahre danach erklärte er am 19. September 1852, dass die Erscheinung der allerseligsten Jungfrau alle Kennzeichen der Wahrheit trägt und dass die Gläubigen berechtigt sind, sie als echt und sicher anzunehmen. In La Salette erinnern wir uns an die Pfingstpredigt, an die Worte von Petrus, der sagt, dass Gott seinen Geist ausgießen wird über ganz einfache Menschen, über Knechte und Mägde. Und Petrus fügt bei, sie werden Propheten sein und Visionen haben. Einige Zeit später, am 1. Mai 1852, ist es wiederum der Bischof von Grenoble, der den Bau einer Kirche an der Pilgerstätte ankündigt. 13 Jahre wird daran gebaut. Immer mehr Menschen pilgern nach La Salette. Zu Fuß, mit Pferden, mit Mauleseln und später mit Autos und Bussen. Seit dem Bau der Kirche werden die Pilger von einer Gruppe von Diözesanpriestern betreut. Ganz im Sinne des Bischofs, der sagte, sie sollen die Pilger aufnehmen, ihnen das Wort Gottes verkünden und den Dienst der Versöhnung ausführen. Aus der kleinen Gruppe von Pilgerpatres, der Missionare unserer lieben Frau von La Salette, wird im Laufe der Zeit eine Kongregation. Und durch die Ordensprofess entsteht eine feste Gemeinschaft. Heute umfasst sie 900 Mitglieder. Bald schon wuchs ein neuer Ast am Lebensbaum der salettinischen Gemeinschaft. Eine Gruppe von Frauen fand sich zusammen zur Kongregation der Schwestern von La Salette. So ist denn die Aufgabe des jungen Maxima und des Mädchens Melanie auf zwei Gemeinschaften übergegangen, die im Dienste von Maria stehen. Wir haben durch ein Fenster in eine frühere Zeit geblickt. Auf ein Ereignis im Jahre 1846. Schließen wir das Fenster und besinnen wir uns. Das Leid, der Kummer und die ernsten Worte Marias machen uns betroffen. Maria, die Frau der Versöhnung, kommt zu uns und sagt, du bist wichtig. Es ist Gott nicht gleichgültig, wie du lebst. Wie oft übersehen wir, dass Arbeit und Religion, Alltag und Gottesdienst zusammengehören.
Wie oft kommen gerade deshalb Gefühle der Halt und Sinnlosigkeit in uns auf? Maria ist wie eine Brücke zur Welt Gottes. Sie lädt auch uns ein, inmitten unseres Alltages die Brücke immer wieder zu betreten. Sie macht uns den Zusammenhang von Religion und Welt, von Gebet und Arbeit deutlich. Im Alltag aber gilt es, in der Gegenwart Gottes zu leben. Erst dann wird uns die Schöpfung mit all ihren Früchten neu geschenkt. Maria ist die heilige Frau, inmitten des Volkes Gottes, vom Licht des Kreuzes durchdrungen, von der Kraft Jesu gestärkt. Auch wir dürfen in das Licht der Versöhnung treten. Mit der Kraft Jesu gestärkt bitten wir: Lasst euch mit Gott versöhnen.